Ladies and Gentlemen, es ist endlich wieder soweit. Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2. Wir sind hochmotiviert, wir haben es endlich mal wieder geschafft. Und mir geht die Luft gerade aus. Und ich bin auch dabei. Ja, wie natürlich immer dabei, Crazy252. Hallo. Mein einer, der DoschLP. Und ich hab wieder nichts. Und sonst keiner. Ja. Ja, wie gesagt, eine Woche Pause sind jetzt quasi vorbei. Was noch blöderweise dass bei mir dazugekommen ist, ich habe eine schöne Sehenscheidentzündung. Deswegen guckt man jetzt mal, dass man mal jetzt eine längere Aufnahme machen, dass man schon mal was auf Vorrat haben. Ja, und vielleicht geht es dann auch schon Montag mit der nächsten Aufnahme weiter, aber was genau, wissen wir noch nicht. Lass mal gucken. Jetzt bin ich gerade am Gucken, was können wir machen? Könntest du das Titanium das da mal reinschmeißen? Ich muss aber echt mal gucken, warum ich jedes Mal hier solche Lags habe, wenn ich aufnehme. Das kann es ja bald nicht mehr sein. Wir momentan auch nur mit knapp 30 FPS. Ich spiele gerade in der Aufnahme mit teilweise 11 FPS. Nicht schön. Ja, ich meine, mir macht das nichts aus, aber manchen Zuschauern geht das bestimmt auf die Eier. Wenn es euch auf die Nerven geht, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin auch, schau dann nochmal demnächst, dass ich das nochmal oben kriege. So, was ist hier alles passiert? Also einmal das da ist passiert. Das ist die zweite Ladung von meiner. Oder na, was heißt die zweite? Eine weitere. Nein, dann, ich habe meiner nochmal versetzt und nochmal neu laufen lassen. Dann haben wir noch ein bisschen Osmium Dust, was ich jetzt mal verarbeite. Da nehme ich einfach mal hier den Weston Furnace. Da kriegt man schon mal einen guten Teil verarbeitet. Was haben wir noch da drin? Oh, da ist noch hier mein Conduit-Binder drin. Dann haben wir noch da oben den Ofen. Dann haben wir nochmal weiter in der Cobblestone-Produktion. Haben wir nochmal ein bisschen gewartet. Und wir kommen gerade quasi gleichzeitig auf den Server, gucken da rein. Verarbeiten es. Wir haben einen zweiten Siebenfachen. Wir nähern uns dem Achtfachen. Achtfacher zu 2/9 fertig. Naja, ein bisschen mehr als 2/9, aber ihr wisst, was ich meine. Mir fällt gerade auf, du musst dein Wireless Access Terminal neu linken. Meinst du, es gelingt? Ja, aber es funktioniert nicht. Du musst ah, neu ja, linken. Ich seh's. Einmal. Hatte ich nämlich auch gerade. Sollte es gelingt sein? Jo, es gelingt. Ey, ich schau mal gerade auf das Osmium, auf die Osmium Ingots. Das ist mehr als im Sekundentakt, kommt da dazu. Warte mal kurz. Muss hier mich gerade und das sollte jetzt automatisch Zellen hergestellt werden. Perfekt. Frage: Steht eigentlich noch unsere Sammelschnell? Die Steam Engines? Nee, die habe ich abgebaut, glaube ich. Weil ich habe die. Weil baut die dann nochmal hin? Weil. Ich habe eine Idee, wie wir den ganzen Sawdust loswerden. Den kann man ja auch verbrennen. Ah. Achso, den ganzen Sawdust, ja, ja. Und so kann man dann halt nochmal was Gutes daraus machen. So, das geht wirklich im Sekundentakt weg. Ja, aber wir brauchen den ja auch nicht. Ja, stimmt auch wieder. Jetzt was ich dann noch so vor, keine Ahnung, 2 Wochen gemacht habe. Oh oh. Möchte ich euch gerne zeigen. Gut. Ein Teil hat er schon in, war in einer Kiste hier vorne. Ah, ich weiß, was du zeigen willst. Ja, er ich hat etwas Neues vor. Und zwar, kann man sich das vorstellen? Wollen wir gerne die Erzverarbeitung etwas ausweiten? Ein bisschen. Dafür haben wir uns überlegt, dass wir 3 weitere Salination Plants bauen. Und zwar in der Wüste. Dafür habe ich schon die ganzen 12 Advanced Solar Generator hergestellt, für ich ewig gebraucht habe. Nach die Salination Controller. Ja. Dann hatte ich keine Lust mehr. Naja, sagen wir es so, Kopf haben wir ja jetzt wohl genug. Geringfügig. Und weißt du, was ich auch bei der Überlegung bin? Was? Wollen wir jetzt richtig übertreiben mit den Ärzten? Inwiefern? Wollen wir 2 Miner gleichzeitig laufen lassen, einer in der Oberwelt und einer im Nether? Brauchen wir erstmal ein paar ME-Festplatten, damit das alles drauf passt, oder? Ja.
Ich bin dann auch dafür, dass wir erstmal für die ganzen Erze ein externes ME-Terminal bauen. Okay, jetzt muss ich dann, glaube ich, doch mal gerade das Fenster zumachen, weil bei mir ist es irgendwie von den LKWs vorbei. Kann mal kurz einmal geschaut werden. So. Ich mache jetzt auch mal hier ein bisschen Platz, dass wir noch ein bisschen Holz daran lagern können. Wie sieht das jetzt da vom Sawdust aus? Der ist auch bestimmt schon durchgerattert. Ja, komm. Und wie viel ist es? Da sind noch 4, 6, sind 10 Grad Celsius dazu gekommen. Läuft, oder? Das ist so ein Scheiß wird's gerade. So, Wenn du du mal Zeit hast, dann zeige ich dir das auch noch, was ich in der Wüste schon gebaut habe. okay. Ah, die werden jetzt auch schon rausgepumpt, die Zinnplatten. Ich habe unten ein Import-Bus rangeklatscht. Ja, ich habe schon gesehen, dass du jede Menge Kabel verteilt hast. Ja, einmal läuft es oben entlang für die ganzen Interfaces und einmal unter den Maschinen. Also wenn man hier jetzt mal dahinter schaut, da unten ist ein Kabel. Und da werden dann die unten rausgezogen. Ich habe es eigentlich geplant, dass der Strom kommt und das SME-Kabel von hinten, aber es geht leider nicht wegen den Gregtech-Maschinen. Wegen dem, Die haben noch. wegen der Stromzufuhr oder was? Ja. Können nur eine Stromzufuhr von hinten bekommen. Okay, das ist natürlich doof. Aber immerhin läuft das jetzt. Also, Ja, auf jeden Fall. wie viel hast du denn Auftrag gegeben, Zinnplatten? Ich hab die einfach da gerade noch was reingeworfen. Ah, okay, ich dachte, das hast du mir nicht in Auftrag gegeben. Jetzt habe ich was in Auftrag gegeben. Lass mich raten, Empty Cells? Nein. Zimtplatten habe ich erstmal nur gemacht. Wollte eigentlich automatisch nachgefüllt werden. Aber es sieht auf jeden Fall ab. Ich habe jetzt erstmal auf Vorrat ein bisschen was gemacht. Dann schaue ich mal gerade, wo man ausmisten kann. Haben wir hier im AE noch Woodplanks, jo. Weil man sieht auch schon, die Platten können gleich mal wieder ein bisschen entmüllt werden. Aber das war auch gerade eine geile Reaktion, wie wir zum Aufnehmen gekommen sind. Ich denke nur, ja komm, hab grad Langeweile. Konnte die scheiß Schiene nicht mal ausziehen. Schaust du mal auf dem Server nach, was los ist. Bisschen Erze verarbeiten und so. Und was ist, zwei Blöde treffen sich. Ja, da komme ich endlich mal wieder nach 2 Wochen hier auf den Server. Und was ist, in genau diesem Moment ist er auch da. Das war aber auch eine geile Reaktion. Ja. Und ich Und ich wurde gerade glaube, angestupst. 506 Stück. Ernsthaft? Ich habe 512 noch einen Auftrag gegeben. Merke ich. Weißt du, was das Lustige ist? Was? Das Zinn wird nicht nachgezogen. Ja, das ist dann doof. Ja, ich schau grad, woran es hapert. Oh, jetzt hätte ich dauerhaft angestupst. Oh. Passiert, würde ich sagen. Also sorry jetzt mal für diese kleine Unterbrechung. Kriege ich ein DC oder so? Ah. Deshalb warte nur Schluck auf. Mal wieder. Aber man muss auch sagen, es ist ein großes Modpack, wo 6 Leute drauf zocken. Was mir gerade aufgefallen ist. Ach ja, Petroleum. Wolltest du irgendwann mal was mit Traincraft machen? Kann ich mich mal informieren darüber? Ich meinte jetzt nur allgemein, du musst nicht, weil das Petroleum können wir ja auch nochmal verbrennen. Ich sag's jetzt mal so. Sollte Baker oder Butzer jetzt irgendeiner von euch zuschauen oder Street oder Trivolo, keine Ahnung.
Falls ihr Petroleum braucht, sagt Bescheid, wir geben es euch oder könnt es euch hier rausnehmen. Halt schon, lasst nur ein Schild oder so. Ansonsten passt das schon. Ansonsten verbrennen wir es, also wer es braucht, kann es sich nehmen. Ah, ich habe gerade nochmal das Rezept für die Zinnplatten verändert. Warum es jetzt funktioniert. Jetzt weiß ich aber auch gerade echt nicht, was wir machen sollen. Ich schau mal, was man nochmal von Gwettix so machen könnte. Gwettix, da haben wir Sonictron. Kannst du auf die Plate Bending Maschine zugreifen? Ich schau mal. Warte mal. Ah, jetzt kann ich es auch wieder. Du hattest uns Platte in der Hand? Ja. Ah. Können wir Chemical Reactor? Ah, trotzdem werden die Zinn. Ingots nicht nachgefüllt. Warte mal. Ich meine, über Calcit das kann man das auch. Das auch. Ja. Ja. Irgendwie. Wofür hat man nochmal Fertilizer gebraucht? Von Industrial Craft? Weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt doof, weil wir könnten jede Menge Fertilizer davon herstellen. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht nachgefüllt wird, ne? Ah, schauen wir nachher mal nach. Aber bei allen anderen Maschinen funktioniert's ja. Ja, egal. Ich glaube, Energieversorgung müssen wir erstmal nicht mehr machen, ne? Energie, scheißen wir schon. Wir haben da unten noch ein bisschen Energie stehen. Ja. Ma. Das ist natürlich jetzt Top-Vorbereitung. Aber warte mal, ja, was wir vielleicht mal machen könnten, nochmal so einen schönen Multibox von Quacktech machen, den wir auch bald gebrauchen könnten, und zwar den Vakuumfreezer. Ah, der. Schauen wir den schon schaffen? Stainless Steel, Advanced Circuits, Glas. Den schaffen wir locker. Gut, machen wir einen Vakuumfreezer. Okay, wir brauchen Stainless Steel. Haben wir davon noch was? Perfekt, reicht aus. Ah, ist jetzt die Plate Bending Arbeit, ne? Okay. Ganz einfach abgebrochen. Normalerweise sollte er ja auch Zinn wieder nachziehen, wenn er frei ist, oder? Wenn er frei hat, auf jeden Fall, oder? Ja. Wir brauchen noch zwei Pumpen. Jetzt werde ich aber auch echt überall angestellt. Natürlich, Dominik ist in der Aufnahme. Können wir hier mal anstupsen. Zwei davon. Haben wir dann noch Cobblestones? Nö. Ah, haben wir einen gratis. Der kommt